Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal endlich mal ein Video hier von mir auf YouTube mal wieder. Nach fast 2 Monaten, glaube ich. Ja, aber was soll man auch bringen? FIFA ist Schmutz dieses Jahr leider. Weekend League streame ich auf Twitch im Moment. Oder halt auch normal unter der Woche streame ich halt auf Twitch. Folgt mir auch unbedingt da, um Livestreams nicht zu verpassen. Weil auf YouTube werde ich nicht mehr livestreamen. Weil auf Twitch mir das besser gefällt und wegen der Musik und allem. Ja, hier im Hintergrund seht ihr mein Team. Ich habe aber auch wieder Bock, irgendwie mehr hochzuladen. Mal gucken, ob es Draft to Glory in nächster Zeit mal wieder gibt. Aber ja, Weekend League Rewards wollte ich euch zeigen. Vorher, also ich spiele schon wieder ein bisschen länger Weekend League. Aber halt jetzt mit den Tots, mit den Player Picks und alles, ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, das ist mein Team, was ihr im Hintergrund seht. Hier habe ich dann auf dem Xbox-Account hier im Pelé schon oft, schon sehr, sehr lange her, gezogen. Das erste Mal, wo Babypacks waren. Frankie de Jong habe ich mir geholt. Finde ich eigentlich ganz solide. Eine Torbeteiligung als Sechser geht auf jeden Fall klar. Also räumt richtig gut ab. Nur die beiden, die mir nicht so gefallen. So Son gefällt mir gut, aber Sissoko ist so unbeweglich. Da hat es dann irgendwie, ich hatte irgendwie abends noch 8 Spiele oder so. Ich hatte noch Chance auf Gold 1. Aber, boah, der war so unbeweglich und hat so keinen Bock gemacht, mit Sissoko zu spielen. Deswegen habe ich dann nur 14 Siege geholt. Ich hatte, glaube ich, noch 6 Spiele oder so offen. Aber das hat echt keine Lust gemacht mit so unbeweglichen Spielern da. Das ist doch, ey. Wie man den mal anfangen spielen konnte, weiß ich auch nicht. Ja, Richarlison habe ich untauschbar aus dem Pack auch noch gezogen. Und wie gesagt, wenn ich Testegen oder Oblak ziehen sollte, ist halt Alisson weg, weil die untrade sind. Aber eigentlich erwarte ich eh nichts daraus und für dieses La Liga trotz garantiertes Pack, um das zu machen. Deswegen erwarte ich nichts raus. Rivals habe ich schon meine Coins mitgenommen. Und hier, wie gesagt, Gold 3 haben wir geholt. Mal gucken, was rauskommt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt, aber ich glaube eh nichts. Wie gesagt, ich hoffe nur höchstes Rating, um halt, da seht ihr es. Und halt schon mal 150k Profit. Also auf jeden Fall Oblak haben wir gekriegt. Wenn jetzt Testegen kommt, natürlich spiele ich dann irgendwie Testegen, habe ich mehr Bock drauf. Wie groß ist ein Oblak? 1,88, auch ein bisschen klein, ne? Okay, aber immerhin ein La Liga-Dingen, ein La Liga Player Pick, weil eigentlich ja aus Gold 3 nicht kriegt. Und ich. Und ich sag's euch noch, Alter. Es kommt. Alter, aber das ist, finde ich, trotzdem echt stark. Aus Player Picks habe ich aus Gold 3 komplette 3 Anzeichen. Nur La Liga. Ja, und ich hab's gecallt eigentlich schon fast. Ter Stegen und Oblak gekriegt aus Gold 3. Okay, Ter Stegen und ein Ramos wäre geil, glaube ich, geiler gewesen. Aber egal, ich werde dann Ter Stegen wahrscheinlich spielen. Weil Ter Stegen. Eieiei. Der ist ja kleiner. Uff. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ein Zentimeter nur, aber trotzdem. Aber ich werde trotzdem wahrscheinlich in Ter Stegen spielen. Naja, schade. Ich hätte vielleicht auf einen Varane oder so gehofft. Jetzt kommt halt. Dann ja, muss ich auf jeden Fall gucken mit meinem Team, was ich da mache. Hier Megapack öffnen. Ich hoffe, vielleicht ein Walkout. Walkout wäre auch cool. Vielleicht ein Tots. Weiß man auch nicht, vielleicht. Oh, das geht aber schon mal rein. Keine Ahnung, was das ist, ob das ein Walkout ist. Ich weiß es immer noch nicht. England, Stürmer, Harry Kane. Nee, Vardy, also scheiße, ich bin ein 80er. Aber auch immerhin vielleicht ein bisschen was wert. Vielleicht ziehen wir jetzt auch noch ein bisschen high-rated Sachen. So, nächstes 35k Pack. Let's fucking go. Oh, die Elgato habe ich die ganze Zeit angehabt. Uff, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Das habe ich da aber ausgemacht. Und bitte gib was Geiles. Bitte gib was Geiles. Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Schade, schade. Ah. Auf jeden Fall Crap und Müll. Wir sind schon beim letzten Pack. Wie gesagt, folgt mir auf Twitch unbedingt. Da streame ich auch die Weekend League und alles. Da, erster Link in der Videobeschreibung. Folgt mir unbedingt auf Twitch. Vielleicht viele gucken kein Twitch, aber auf jeden Fall Twitch Liebe. Und bitte folgen da, um keine Streams von mir zu verpassen. Und let's go, 50k Pack, vielleicht noch was Geiles, vielleicht ein Walkout, aber es geht schon mal ins Stadion rein. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, ob das Walkout ist. Nein, Mann, Robertson leider. 85er, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man auch einen Walkout oder so zieht. Und ich spiele jetzt auch erstmal Weekend League wieder seit November, glaube ich, erste oder zweite Novemberwoche. Pepe ist der eigentlich vielleicht noch ein paar Karas wert. Ja, 10k ungefähr. Aber trotzdem aus Gold 3. Ja, dafür, dass ich jetzt noch Alisson verkaufen kann, geht das eigentlich komplett fit. Ja, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Wie gesagt, unbedingt auf Twitch folgen. Macht's gut, haut rein und ciao.